Der DAX rutscht ins Minus. Am Montag fiel der deutsche Leitindex zu Handelsbeginn um 0,3% und baute seine Verluste zum Mittag hin noch aus. Ein Grund für die Sorgen der Investoren ist die Corona-Situation beim wichtigen Handelspartner China. Die strengen Pandemiebeschränkungen in dem Land drücken den Konsum und die Industrieproduktion. Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, bleibt trotz schlechter Stimmung an den Märkten optimistisch. Die Erwartungshaltung ist so klein und ein bisschen dann Freude, ein bisschen Entspannung an einer Front, zum Beispiel in China dann sich wieder etwas mehr öffnet, würde dann sicherlich dann die Kräfte nach oben ziehen, zumindest für eine zwischenzeitliche Rallye. Tatsächlich haben chinesische Behörden eine allmähliche Lockerung des Lockdowns für die Wirtschaftsmetropole Shanghai in Aussicht gestellt. Bei den Unternehmen rückte Vantage Towers ins Rampenlicht. Der Funkturmbetreiber steigerte Umsatz und Gewinn im abgelaufenen Quartal um 4,6 bzw. 3,6%. Für das Gesamtjahr stellte das Management ein Wachstum in ähnlichem Umfang in Aussicht. Die Aktie legte daraufhin zu.